Der Hauptgrund dafür, dass sich Leute nicht verändern, ist, dass sie nicht an die Effektivität glauben, etwas verändern zu können. Aber was sagt uns Allah im Koran? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes nicht ändern, bis sie sich selber ändern. Aber was heißt das? Das heißt, wir können unsere Lage ändern. Und der Schlüssel für unsere Veränderung liegt nicht bei Netanyahu, sondern bei uns. Nochmal, dieser Vers, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern, sagt uns, dass wir etwas ändern können und dass der Schlüssel der Veränderung nicht bei anderen liegt, sondern bei uns. Das ist das Mindset von einem Gewinner. Und das Mindset von einem Loser ist das Mindset von schätzungsweise 90% der Menschen dieser Umma, dass sie immer darauf warten, dass irgendjemand anders ihre Probleme löst. Aber es kommt, kann sich warten, bis Mehdi kommt. Oder bis Isa ibn Maryam kommt. Du musst selber etwas tun. Das ist der Punkt. Das ist eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit, die Allah erschaffen hat. So funktioniert es. Aber bei uns wacht man immer auf andere. Hier, schau mal, was die Bösen da mit uns machen. Schau mal, was die Bösen dort mit uns machen. Hey, Merkel, warum helft ihr nicht? Hey, du, Biden, warum machst du nichts? Warum?